Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zurück hier bei einem kleinen Spiel oder mehreren kleinen Spielen für zwischendurch. Wir waren ja durch bei The Long Dark mit der Story. Wir könnten jetzt da auch wieder einen kleinen Überlebensmodus anfangen. Das hatte ich ja in der letzten Folge gesagt. Ich dachte mir aber, bevor wir da weitermachen, könnte man halt auch noch mal wieder ein paar Spiele für zwischendurch bringen. Das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Und ja, ich hatte mir vor ein paar Wochen, vielleicht sind es auch schon ein paar Monate inzwischen, hatte ich mir mal hier so ein kleines Steam-Paket gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Vielleicht 5 €, vielleicht war es auch sogar weniger. Und dann bekommt man 4 oder 5 Codes für verschiedene Spiele. Die sind meistens halt schon ein bisschen älter. Das waren auch keine Top-Spiele oder halt super populäre Spiele, sondern halt einfach so, ja, ihr seht das ja hier vielleicht schon bei dem Spiel. Jedenfalls ist das immer so eine Überraschung, was man da bekommt. Und von den 5 Codes haben bei mir nur 4 funktioniert. Aber ich wollte einfach mal mit euch zusammen diese Spiele testen. Ich habe die noch nie angefasst. Also ich habe dann mal kurz so ein paar Bewertungen zu den Spielen gelesen. Das sind, wie gesagt, jetzt wirklich teilweise sehr alte Spiele, teilweise auch sehr schlechte Spiele. Wir lassen uns da mal überraschen. Ich würde halt diese 4 Spiele, die ich da jetzt habe, mit euch gemeinsam mal anspielen. Und wir fangen hier bei Rolled an. Ja, mal gucken. Ich hatte jetzt bei den Settings mal die Musik ausgemacht, weil die mir dann schon nach 10 Sekunden ein bisschen auf den Keks ging. So, und ich habe wirklich keine Ahnung, was es ist. So viel sieht man hier nicht. Ich könnte hier mal ins Fragezeichen klicken. Wir müssen den richtigen Knopf drücken, die richtige Taste oder den Stick, um irgendwas zu rotieren. Die Route muss möglichst immer horizontal sein. Ja, wenn man rennt, gibt es Bonusmultiplikatoren und Credits. Aber ihr seht, also die Musik eigentlich, ich muss sie da ausmachen. Das geht leider gar nicht. Ja, wir spielen einfach mal los. Machen natürlich Singlespiel, Sir Dinkelot, very easy. Ja, da fangen wir doch einfach mal da an. Keine Ahnung, wie man das jetzt hier steuert. Achso. Jetzt hatte ich hier, ich habe einfach mit D, also mit rechts, mal was geklickt. Wir sind ja wirklich weit gekommen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir machen das hier nochmal. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss es nur noch umsetzen. Also ich muss die Strecke möglichst gerade halten. Und dann allerdings halt in die richtige Richtung. Ja, das war wieder die falsche. ja, mal sehen, ob wir irgendwann auch mal 3 Meter weiterkommen. Ja, wir sind 2 Meter weitergekommen, würde ich sagen. Ja, okay. Also mit der Tastatur spielt sich das tatsächlich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also wenn das Level 1 very easy sehr leicht sein soll, jetzt habe ich schon wieder in die falsche Richtung, dann ja. Also ihr seht, das ist tatsächlich ein bisschen ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel, wie ich finde. Ich glaube, damit kann ich mich nicht so richtig anfreunden. Wir haben jetzt den Dreh, glaube ich, ein bisschen raus. Ein bisschen, wie gesagt. Ich finde die Sounds hier auch ein kleines Müh fragwürdig. Hier habe ich mich wieder verdrückt. Naja, wir schauen mal. Aber wir machen Fortschritte, ja. Level 1 haben wir fast geschafft. Ja.
Also ihr seht, das ist nicht sehr anspruchsvoll. Aber was will man erwarten, wenn man 5 Spiele für 5 Euro oder so kauft? Ich habe auch halt bei diesen Sachen meistens das Gefühl, dass da wirklich nur Spiele drin sind, die sich eh nicht gut verkaufen ließen. Oh, wir sind aufgestiegen. Yay! Und wir haben damit einen neuen Charakter freigeschaltet. Ich nehme an, das soll ein Ritter sein. Kann ich denn... Was ist das hier denn? Achso, da öffnet sich hier für mich ein neues Fenster. Gut, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte gern zurück zum Spiel. Hallo? Ja, das ist alles ganz toll für... Okay. Ja, dann öffnet sich halt hier immer so ein Steam-Dingsbums. Steam-Menü, das will ich natürlich nicht. Und ihr seht das sowieso nicht. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein anderes Level hier irgendwie ausprobieren können. Minimalien, Raw, CGA, Power Spin City, Normal, Beast, Normal, Ohio. Ja, das Spin City Normal. Gucken wir doch mal, ob wir das spielen können. Hard. Achso, das kann ich gar nicht. Okay. Wahrscheinlich müsste ich das erstmal freischalten. Ah ja, das nächste könnte ich also nur mit 8 weiteren Levels machen. Sir Dinkelot dann eben, easy. Auch das kann, dem brauche ich noch ein weiteres Level. Also, ja, wir können ja, das ist ja wirklich, wir können es ja nochmal probieren mit dem neuen Charakter hier. Aber ich glaube, das Spiel ist an sich jetzt nicht wirklich eins, was ich länger als 5 Minuten spielen würde. Einfach auch schon die Geräuschkulisse ist einfach nur doch sehr fragwürdig. Es könnte, glaube ich, sogar ein relativ gutes Spiel sein. Vielleicht, wenn man es tatsächlich mit einem Stick spielen könnte, dann ist das Steuern halt etwas einfacher wahrscheinlich. Und wie gesagt, die Soundkulisse ist... die Soundkulisse ist halt... Es geht mir tierisch auf den Keks, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, an der Stelle würde ich das Spiel einfach das Spiel sein lassen. Und wir schauen uns mal das nächste an. Ja, also... Wie gesagt, Rolled, wer da wirklich Interesse hat auf Steam. Keine Ahnung, wie viel das kostet. Wer das selbst mal ausprobieren will, ich glaube, das kostet selbst an sich auch schon unter 2 Euro. Mehr würde ich für das Spiel eigentlich auch nicht ausgeben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, also, wir schauen uns mal das nächste Spiel an. Mal sehen, was sich darunter versteckt. Bis gleich. Okay, und hier sind wir jetzt auch bei... dem nächsten Spiel. Ihr seht das schon, es sieht äußerst, äußerst anspruchsvoll aus. Und zu dem Spiel habe ich die wirklich schlechtesten Bewertungen überhaupt gelesen. Und gleich eine Warnung vorweg. Es könnte unter Umständen nicht für jeden gedacht sein. Also es soll wohl ein Horrorspiel sein. Sehr plastisch, sehr grafisch. Also wer da zart beseitet ist, für den könnte das eventuell nicht sein. Es nennt sich All Pages, The 5 Books, also irgendwas mit 5 Büchern. Und ja, wenn ich hier diese wunderbar gestaltete, das wunderbar gestaltete Menü sehe, sind wir wohl der letzte, die letzte Wache oder Hüter von 5 Büchern. Und wann auch immer sie irgendwo in der Welt auftauchen, muss ich sie finden und alle Kreaturen von jedem Buch überleben. Das 5. Buch wird mir die Kraft geben, die Hexe zu töten, und das wird all die Horrorsachen beenden. Die Hexe wird alles tun, um uns aufzuhalten. Sie liebt gefährliche Hunde. Der Psycho-Clown liebt es,
sich Zeit zu lassen, sein Opfer zu töten und unnachgiebig zu jagen. Der Teddy hat zwei Gesichter. Die Pflanze würde gern die Welt aus Bäumen und Pflanzen gemacht sehen. So, und die himmlische Kraft wird uns Munition, explosive Fässer, magische Pflanzen und extra Leben geben. Also Steuerung ist wohl Maus 1, Feuer 2, Race Sides, ja, kriechen, springen, Restart Game. Ja, also ich denke mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. If Asserti, keine Ahnung, also wir gucken uns das mal an. Erwartet nicht zu viel. Was haben wir hier? Push and Shoot Explosive Barrels. Ich kann das nicht aufheben. Finde 5 Bücher to kill the witch. Mouse Wheel to change weapons. Okay, was haben wir hier? Escape to restart. Ich glaube hier, den müsste man wahrscheinlich schon mal killen. Ja, das ist tatsächlich sehr anspruchsvoll. Was haben wir hier? Okay. Das ist das Schaf wahrscheinlich nicht. Also ihr seht, das ist auch ein sehr, 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 sehr anspruchsvolles Spiel, wie ich finde. Wer frisst denn hier jetzt an mir rum? Ich glaube, wir sind gestorben. okay. Ja. Continue wahrscheinlich? Ich weiß es nicht. Probieren wir das halt nochmal. Ja, okay. Ist das jetzt eine Hexe oder was? Hallo? Kann ich mich hier auch irgendwie heilen oder so? Ich weiß es nicht. Spiel kreiert hat. Ich bin mir dann nicht so sicher, was er sich dabei gedacht hat. Ich renne jetzt hier einfach mal ein bisschen. Können wir uns noch die Welt ein bisschen angucken. Die sieht jedenfalls sehr toll aus. Können wir noch ein bisschen Leben regenerieren. Schauen mal, was es hier noch so alles gibt. Ich weiß nicht, warum ich die Dinger hier nicht aufheben kann. Was haben wir noch hier für eine Waffe? Wir haben, glaube ich, 2 verschiedene Waffen. Hier kommen dann halt irgendwelche Zombies. Was war denn das jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Wir laufen mal wieder. Wir haben bloß noch 26 Leben. Kann ich das jetzt hier aufsammeln oder kann ich das nicht aufsammeln? Irgendwie nicht. Ja, irgendwie geht das halt nicht. So ein kleines Hündchen. Also ich glaube, bei diesem Spiel, das kann ich genauso gut beenden, beziehungsweise gleich deinstallieren. Ich kann den negativen Bewertungen da nur recht geben. Ja, also von solchen Packages, die man dann halt für super günstig erwerben kann, auch wenn das 5 Euro oder weniger waren. Also das bisher hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Also wir haben jetzt, was, vielleicht 15 Minuten insgesamt oder nicht einmal, vielleicht 20 maximal, 2 Spiele ausprobiert und sind schon zu dem Schluss gekommen, dass die beide das
nicht einmal einen Cent wert sind wahrscheinlich, ja. Und ja, also selbst ich habe noch zwei Spiele da, die würde ich auch noch mal anspielen, dann in der nächsten Folge, also wahrscheinlich am Freitag, kommt noch mal so ein kleines für zwischendurch. Dann schauen wir uns noch mal zwei weitere Spiele an. Vielleicht sind die ja besser, die haben sogar relativ vernünftige Bewertungen gehabt. Mal sehen. Waren halt schon ein bisschen älter, aber die gucken wir uns auch noch an, weil ich habe sie ja jetzt einmal da. Muss ich halt auch mal reingucken. Und danach geht's vielleicht mal wieder normal weiter. Oder ich überlege sogar noch ein ganz anderes Survival-Spiel mal anzufangen. Weiß aber noch nicht genau welches. Aber da könnt ihr euch ja auch überraschen lassen. Für heute sage ich erst einmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.